Hallo liebe Kakerlaken-Freunde, heute zeige ich euch das Spiel Kakerlakak aus dem Ravensburger Spieleverlag, einem Spiel ab 5 Jahren für 2 bis 4 Spieler mit einer Dauer von 10 bis 15 Minuten. Besonders an dem Spiel ist, ihm liegt ein Hexbug Nano mit bei, der das Hauptelement in diesem Spiel darstellt. Ich zeige euch jetzt wie immer, was findet ihr in der Schachtel an Inhalt, wie baut ihr das Spiel auf und wie funktionieren die sehr einfachen Regeln. Und jetzt viel Spaß beim Kakerlakenjagen. In der Spieleschachtel findet ihr jetzt folgenden Spielinhalt. Zum einen eine Anleitung. Dann haben wir eine Tüte, in der finden sich zum einen die Kakerlaken-Punkte-Chips und zum anderen ein Würfel mit einem Gabel-Messer-Löffel-Symbol und einem Fragezeichen. Und dann haben wir hier den Hexbug Nano. Das ist so ein kleines Kakerlakchen mit Batterie betrieben, das hier durch die Gänge fetzen wird. Und es liegt auch eine Ersatzbatterie bei. Grundsätzlich ist eine Batterie schon eingebaut. Das ist der komplette Spielinhalt und jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze aufbaut. Vor dem ersten Spiel müsst ihr den Spielplan einmal zusammenbauen. Der ist bei mir jetzt schon fertig zusammengebaut und dazu gibt es zum einen Halterungen, die unten hier unter dem Karton drunter reinkommen. Das ist das dunkelgraue. Dann wird der Plan hier drüber gestülpt und dann wird nach einer speziellen Anleitung, die in der Anleitung vorgegeben ist, Messer, Gabel und Löffel hier auf diese Halter gesteckt. Die lassen sich schön im 90-Grad-Winkel drehen und rasten wunderbar ein. Dann gibt es noch diese 4 Eckenteile, die werden einfach hier versenkt und die stellen für die Spieler die Zielorte dar. Und je nachdem, wie viele Spieler mitspielen, werden dann eben ein paar mit diesen Mauern zugesperrt. Das heißt, wenn ich bei 3 Spielern jetzt bin, dann sperre ich einen Ort zu, bin ich bei 2 Spielern, sperre ich 2 Orte zu, sodass gegenüberliegende Orte dann miteinander spielen können. Jetzt lege ich mir alle Kakerlakenmarker bereit, lege den Würfel bereit, lege den Hexbug bereit und drehe jetzt hier drin das Besteck nach einer der in der Anleitung beschriebenen Möglichkeiten zusammen. Es gibt jetzt vorgegeben mal 4 Möglichkeiten, die man hernehmen kann. Ich nehme jetzt einfach mal diese. Hier in die Mitte kommt dann der Hexbug Nano. Dieser wird dann eingeschalten und dann geht das wilde Würfeln los. Und das zeige ich euch im nächsten Video. Ich lese euch erstmal vor, um was es denn hier so geht. Alarm! Die Kakerlaken sind los! Erstaunlich flinkt, saust eine durch die Küche und verbreitet Ekel und Schrecken. Jetzt heißt es, keine Zeit verlieren. Manövriert sie mit Hilfe des ausliegenden Bestecks schnell in eure Falle. Der Würfel verrät euch, ob ihr an Gabel, Messer oder Löffel drehen dürft. Nun sind ein guter Blick und eine schnelle Reaktion gefragt. Wer clever am Besteck dreht, wird die Kakerlake in seine Falle locken. Für jede gefangene Kakerlake gibt es einen Chip. Wer als erster 5 Kakerlaken-Chips ergattern konnte, gewinnt die Jagd. Der jüngste Spieler beginnt das Spiel, indem er dann den Hexbug einschaltet und in die Mitte stellt. Ich erkläre jetzt noch kurz ein paar Kleinigkeiten, weil das Ding recht laut ist beim Rumfetzen. Es wird dann einfach gewürfelt und je nachdem, was gewürfelt wird, wird ein entsprechendes Besteckstück gedreht. Das heißt, beim Fragezeichen darf ich es mal aussuchen, beim Löffel muss ich einen Löffel drehen, beim Gabelchen muss ich eine Gabel drehen und beim Messer muss ich ein Messer drehen. Ich muss natürlich so drehen, dass ich den Hexbug in meine Richtung dirigiere. Der andere Spieler versucht natürlich, das gleich wieder zunichte zu machen und wieder anders zu drehen. Oftmals ist man dazu verleitet, dem Kleinen hier zuzuschauen einfach nur und nichts zu drehen und nicht zu würfeln, weil es sehr faszinierend ist, wenn der hier rumfetzt. Dann den anderen mal anhalten, hallo, würfeln, weitermachen bitte. Und wie gesagt, nicht zu lang gucken, einfach mal weitermachen und ich schalte jetzt unseren Freund hier mal an und setze ihn mal ein. Und dann beginnt der Spieler hier drüben, würfelt ein beliebiges und dreht gleich mal den Löffel. Dann ist der Spieler hier drüben an der Reihe, der ist das Messer hier rüber.
Der sagt aber, nee, den will ich hier haben. Ein Messer, sagt der andere, nein, ich will den hier rüber haben. Der andere wieder, nein, der bleibt in meiner Richtung. Ein beliebiges, nein, der kommt zu mir. Kommen wir schon im Außenbereich. Jetzt sagt der Spieler, nee, kommt zu mir, mein kleiner Hexpack. Ein Messer darf gedreht werden. Hier ist zu. Und dann drehen wir hier auch noch ein Messer. Und dann sagt der Spieler Löffel. Du kommst ja nicht durch. Ich sperre dich erstmal ein. Dann sagt er, jetzt drehen wir hier mal das Messer um. Und der sagt, ich drehe hier die Gabel um und habe ihn wieder gefangen. Die erste Runde geht an den Spieler dort drüben. Seht es mir ein bisschen nach, dass ich beim Würfeln keine Ahnung habe, für wen ich gerade gewürfelt habe. Sehr chaotisch. Aber ich denke, ihr habt schon verstanden, um was es geht. Dann wird hier wieder alles zurück auf Ausgang gedreht. Ihr könnt euch auch eine neue Ausgangsposition hier überlegen, wie es in den Anleitungen beschrieben ist, oder auch selber eine basteln. Sollte halt so sein, dass der Hexbug am Anfang erstmal eingesperrt ist und nicht in der Gegend rumfetzt. Aber dann könnt ihr hier, wie gesagt, beliebig irgendwas aufstellen, wo ihr Lust drauf habt. Und dann beginnt die nächste Runde. Hexbug wird angeschalten. Wieder eingesetzt und ein Spieler an der Reihe, ein beliebiges, drehe ich mal hier. Noch ein beliebiges, drehe ich da. Und jetzt könnte man sich ja Zeit lassen und sagen, na, der kommt schon. Könnt ihr ein bisschen machen natürlich, aber bitte nicht zu viel Zeit, weil das ist schon sehr ärgerlich für den anderen Spieler, dass der dann gesperrt ist und ihr abwartet, bis das kleine Viech in eure Richtung läuft. Das ist ein bisschen unfair, deswegen schon zügig bitte würfeln und zügig ziehen. Das war der zweite Punkt für unseren Spieler hier drüben. Und wir machen noch kurz eine dritte Runde, weil es so lustig ist. Einsetzen. Wir würfeln einen Löffel und drehen mal hier. Wir würfeln ein beliebiges und drehen mal da. Nicht im Hinterlein klemmen, das mag er nicht. Dann drehen wir ein Messer. Da hatten wir jetzt mal hier eins im Angebot. Dann ein beliebiges. Da machen wir mal hier auf. Und da kommt er angefetzt und yeah, ich habe ihn hier drüben versenkt. Und jetzt kriegt auch der andere Spieler mal einen Punkt. Hexpack ausschalten und einen Punkt kassieren. Das macht er jetzt, wie gesagt, so lange, bis ein Spieler 5 dieser Kakerlakenmarker hat. Und der ist der Gewinner dieses sehr lustigen Spiels. Das war die kurze Regelerklärung zu Kakerlakak, dem Spiel mit dem Original Hexpack Nano. Ich kann euch leider nicht sagen, wie lange die Batterie von dem Ding hält. Momentan hält sie noch recht gut. Sollte der Kleine mal ein bisschen unförmig laufen, streicht ihm ein bisschen die Füße entgegen der Laufrichtung, dass die wieder schön ausgerichtet sind. Dann werdet ihr lange Spaß an ihm haben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Kakerlakenjagd. Ich hoffe, ihr habt daheim nicht ganz so viele. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine kakerlakenfreie Zeit. Servus, euer Michael.